Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Im letzten Part haben wir ja einige Kämpfe in der Filmsaga oder Spezialsaga, heißt es hier ja, bewältigt. Und jetzt machen wir weiter mit Begegnung der ultimativen Kämpfer. Okay, this an unknown star clings to the peaceful new planet Namek. Goku and the others try to save everyone from danger when Cooler, revived and recharged with a metal body, appears. The death match between the Super Saiyan combo, Goku and Vegeta, and Metal Cooler is about to begin. Metal Cooler ist sogar richtig gut. Hat eine Fernkampfattacke, eine Sprintattacke. Lässt sich auch so spielen wie ein Cyborg, bloß kann er, glaube ich, nicht das Ki absorbieren. Sondern man ist immer gezwungen, in den Nahkampf zu gehen. You've improved a bit. That's right. Wir sind scheinbar immer noch in der. Jetzt mal gucken. Ja, wir haben immer noch den Char von Son Goku mit den ersten Saiyajin-Formen. Wir sollten auf jeden Fall nicht hochmütig werden. Es hat getroffen. Besser geht's nicht. Ist zwar noch nicht gleich auf, aber. Ah, er ist im Wasser. Ah, nee. Wenn der Gegner ganz nah ran steht, dann ist das keine. Schlechte Technik. Das muss man sagen. Es fliegt draußen noch ein Hubschrauber rum. Why? Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Ja, der größte Teil hat getroffen. Wenn man recht nah dran steht. Shown your true colors, Super Saiyan. I was beginning to get bored. Let's end this. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Metal Cooler einiges cooler als den normalen Cooler. My only weakness is that I need the big Getty Stars computer to regenerate. Aber ich weiß nicht, wie ihr da Wiedergeburt. Ah, da kann er sich aufladen. Also seine Energie leben, so rum. Ja, aber jetzt braucht er erstmal, ich glaube, er braucht 3 oder 4 Punkte dafür. Das ist nicht ohne. Deshalb kann man so gleichsetzen wie mit Schlafen-Technik, wo er dann sein Leben generiert. Ich weiß nicht, ob wir auch noch mit Vegeta kämpfen müssen. Weil Vegeta war ja, glaube ich, auch mit von der Partie. Glaube ich jedenfalls. Wie gesagt, ich habe die meisten Filme auch nur einmal gesehen. Jetzt ist mal wieder. Okay, doch nicht. Kommt schon. It'll never end. What's wrong? You were so confident a moment ago. It's over, Super Saiyan. Move
aside, maggots! I'll handle this! I'm sorry, Vegeta. What? Two Super Saiyans? Don't get the wrong idea. I didn't come here to save you. Das wird wahrscheinlich dein letzter Kampf, Cooler. I just don't want him to. One monkey, two monkeys, it's all the same. I'll wipe you both out. I hope you're ready to die. Na, kriegen wir denn jetzt Platz? Jawohl. I can't feel my legs. Oh. What? What's going on? We finally beat him, but even if you break this body. Ach stimmt, der hat sich ja der Getty Stern hat ja Cooler so eine Massenproduktion gemacht. Stimmt, so war das ja. Aber er hat halt nicht so viel Leben, also können wir davon ausgehen. Dass das vielleicht sogar der letzte ist? Würde ich mal behaupten. Jawohl. Okay, I've had enough. It's not very often I agree with you, but I'm really getting sick of him. So. Was kommt denn jetzt als nächster Kampf? There are still androids we don't know about. Glad I met 18 though. Der ultimative Kampf, 3 Super Saiyajins. Ah, das ist hier kurz vor der Zell-Spiele, glaube ich, oder so. Giro's death, his computer completes the original android 13. Suddenly, 13 appears before Goku and the others. The three great Super Saiyans, Goku, Vegeta, and Trunks, fight with powers that exceed even a Super Saiyan's. Und der C13, der kann, ist ja mit 3 oder weiteren 4 Cyborgs irgendwie erschienen und die hat er dann irgendwann absorbiert und hat seine Full Power Form erreicht. Ja, das habe ich irgendwie noch so vage im Kopf. Goku, this time you're fighting me. All my circuits are dedicated to this. You're welcome to try, but you're hurting innocent people. Dennoch wieder ein Kampf, den wir nicht unterschätzen sollten, da er ein Cyborg ist. Ich habe aber keine Ahnung, ob der jetzt Ki absorbieren kann, so wie C, Gero und der Marshmallow-Mann. Aber das werde ich ja noch herausfinden. Weil ich glaube, 17 und C18 konnten halt keinen Key absorbieren. Wenn er sich nicht nichts absorbieren kann, umso besser. Vegetas Hochmut mal wieder.
Würde mich interessieren, ob ich den auch ansprinten kann. Okay, es funktioniert. Mir ist auch gerade eingefallen, wir haben wahrscheinlich Talis auch so schnell gekillt, dass der nicht in seine Osaru-Form gehen konnte. Alter, reicht jetzt. Mit Trunks mit dem Schwert spielen. Okay, du willst. Trunks, dein Schwert wird nichts. Alter, der. Im Nahkampf ist ja wirklich lasch, ey. Nochmal, los. Würde mich aber auch interessieren, wenn Bulma vielleicht da, was Cyborg irgendwie ein bisschen Ahnung hätte. Vielleicht hätte die ja, hätte man daraus neue Z-Kämpfer machen können. Dass man ihn hätte vielleicht, nachdem man ihn geschlagen hätte, umprogrammiert hätte. Genau wie C16. Natürlich, wo er seinen Kopf zerstört, ist ja klar, dass da dann. Weil Prozessor ist ja meistens, glaube ich, bei Cyborgs oder so eh im Kopf. Sprint. Machen schon, boosten uns mal voll off. Hoffentlich klappt's. Nicht ausweichen. Danke dir. 22.000 Schaden. Immer noch nicht entdeckt. Alter. Komm, fick dich. Damit du nicht mal wieder weißt, wo ich bin, du. Das war ein schneller Kampf, muss man schon sagen. Gut, gleich mit dem nächsten Kampf weiter. Eieiei, legendärer Super Saiyajin gegen Z Broly. Okay, this taking a much needed break before their battle with the androids, the Z Fighters enjoyed spending time with family and friends. Suddenly, the legendary Super Saiyan Broly appears. He attacks the Z Fighters with an overwhelming power that could destroy the planet with one attack. Ich sage deswegen Z Broly einfach, weil wir ja in
Dragon Ball Super einen neuen Broly bekommen haben, der auch mehr Charakter hat. Ich sag mal, mich würde das interessieren, wenn sie damit irgendwie mit Super Pan ein bisschen ausbauen und Broly halt ein bisschen mehr ausbauen. Ah, wir dürfen Broly spielen. Ach, hier, nimm die Löschkanone. Ach, Kakarot. Man sollte es vielleicht doch nicht so, Dings nehmen. Alter. Hier werden wir wahrscheinlich wieder einen Dragon Ball finden. Omega Blast. Ah, das ist die Final Form von Piccolo. Gehen mal ein bisschen weg. Ah, danke für den Dragon Ball, Piccolo. Ich bin dir so dankbar. Kriegst du auch den Omega Blaster ab. Du kleiner Namekianer. Ach, deine Keyblaster sind nichts gegen meine. Ach, dass der auch noch im letzten Moment ausgewichen ist. Ach, wieder Sinn ist auch so ein Ding. Also, wo ich damals, wenn eben mal gekommen, das viel gespielt habe, auf den ersten Teil, wo er unbedingt meinte, nämlich hier, oh, Broly, vor dem musst du Angst haben, wenn du auf den triffst. Weil in Teil 1 gibt es nämlich so Modus 100 Kämpfe oder 100 Missionen oder sowas. Und man muss halt vom schwächsten Gegner bis wirklich allerstärksten Kämpfer spielen. Und ja. Ich muss auch dazu sagen, wir haben das per se nie durchgespielt. Und Broly kommt auch schon so in Mitte der 100 Kämpfe. Father!
The Prince of all Saiyans! Ich würde das wahrscheinlich nicht nochmal auf die Reihe kriegen. Mir ist egal, Vegeta, du kannst mich nicht schlagen. Ich bin derjenige, vor dem du am meisten Angst hast. Natürlich neben Freezer. In der Namek-Saga. Du kleiner Mistkerl, ey. Das ist niedlich. Für den ist ja auch kein Sprint, was er einsetzt. Man muss einfach nah ran sein, um das einzusetzen. Ah, okay, er ist bei mir reingelaufen. Man muss direkt nah ran stehen, weil er hebt einfach nur seinen Arm und wenn der ihn halt trifft, dann ja. Umso besser. Ich glaube, wenn der so einen Sprint kriegen würde, das war blöd. Wenn der wirklich auch noch so eine Art Sprint kriegen würde, das wäre sowas von overpowered. Das war jetzt auch reine Glückssache, dass ich das schon wieder so gedrückt habe. Ich wage zu bezweifeln, wir müssen auch noch gegen Son Gohan kämpfen. Sollten auf jeden Fall jetzt auch aufpassen. Viel Leben haben wir nicht mehr. Ich kann nicht erlauben, dich zu leben. Wir settle das hier. Ach, Trunks. Jetzt sind wir fast gleich auf. Alter. Das wird noch zum Problem führen. Das darf nicht passieren. Wir haben nämlich den Dragon Ball nämlich. Es kann nämlich sein, wenn ich den Kampf nochmal neu machen muss, dass ich eventuell den Dragon Ball nicht nochmal finde. Lass dich greifen, genau, und das ist dein Ende. Einen Kampf kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, fehlen uns nur noch zwei Dragon Balls. Dann sind wir in der Lage, Shenlong zu rufen. Ich meine, ich habe eh schon alles freigeschaltet, aber ich möchte es euch dennoch zeigen. Goku challenged Broly with the last of his strength. Just as I thought, Goku will kick his butt. Inferno, ultimativer Feuerkampf. Okay, this. The Z Fighters are driven into a corner by Broly's fierce attack. Gohan, Piccolo, Trunks, and even Vegeta entrust their power to Goku. Goku fights with Broly in a massive battle using the power gathered from those around him.
Es müsste dann auch theoretisch die der zweite Akt des Kampfes sein gegen Broly, also im ersten Broly-Film. Und dann müsste ja auch nochmal Broly kommen in einen extra Film, wo Son Gohan erwachsen ist. Eieiei, er hat zwei Balken mehr. What? Was ist denn da los? Ich mache ja keinen Schaden. Selbst meine Ki-Angriffe bringen nichts. Ich glaube, jetzt müssen wir auch erstmal nur aushalten. Haben wir noch kein Dragon Ball? Nicht. Nein, danke, ich will nicht kämpfen. Oh, oh, nein. Sollten wir einen Schaden machen, glaube ich. Jawohl, jetzt geht's los. Eieiei, ey. Ausweichen. Ich sehe kein Dragon Ball, also ist hier mal wieder Fehlanzeige. Danke Broly, dass du mir so... Das trifft auf jeden Fall, auch wenn ich versucht hätte, mich zum Stehen zu bringen. Hauen. Oh, Alter, in dem Moment, wo ich diese Unverwundbarkeit, das war nicht geplant, diese Unverwundbarkeit weg war. Alter! Der lässt mich nicht! Der weicht aus.
to battle, Goku! Hey, Gramps! Das ist nicht dein Ernst. Das hat da in dem Film auch Muten Roshi mit dir gekämpft? Ich weiß es gar nicht. Alter, jetzt hör auf, hier auf mich zuzusprinten. Ach man. Och man. Das trifft. Oh ey. Ich hoffe, ich muss mit denen jetzt nicht so viel Schaden machen oder keine Ahnung. Boah, halt deine Fresse, ey. Der penetriert mich hier voll. Der, bevor ich jetzt hier irgendetwas maximal Power Kamehameha. Okay, here goes. Ah, er hat mich aus den Augen verloren. Ja, Muten Roshi kann Broly Einhalt gebieten. Also richtig im Nack, also diese Sprints und Ki-Angriffe, die bringen was, aber alles andere kannst du knicken, ey. Das trifft nicht, der ist zu weit oben. Oh doch! Ja, und so ist der Film wirklich ausgegangen? Nein, Spaß. So, da beende ich hier den Part. Ich sag schon mal, ja, schön, dass ihr nämlich dabei wart und ich hoffe, ihr seid wieder mit am im nächsten Part am Start, wenn wir die galaktische Krise spielen werden. Also in dem Sinne, haut rein, Leute, und ciao.